Liebe Lena Blum, lieber Andreas Rheinländer, lieber Herr Dr. Kammlage, liebe Freundinnen und Freunde des Sozialen Friedensdienstes, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zur Teilnahme an der heutigen Geburtstagsfeier des Sozialen Friedensdienstes. Ich bedauere sehr, dass ich nicht selber live und in Farbe dabei sein kann, aber die Ministerpräsidentenkonferenz und Corona haben mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr möchte ich von ganzem Herzen zum 50. gratulieren, lieber SFD. Und ich möchte natürlich auch ganz herzlich der Freiwilligenagentur gratulieren, denn eigentlich haben wir es hier ja mit einem Doppeljubiläum zu tun. 25 oder 26 Jahre Freiwilligenagentur kommt noch dazu. Also, Happy Birthday, liebe Jubilare. Ja, ein halbes Jahrhundert SFD steht für unglaubliche und große Leistungen fürs Gemeinwesen. Angefangen hat der SFD als zentrale Ansprechstelle für Kriegsdienstverweigerer. Ein Thema, was mir persönlich sehr nahe liegt. Ich war selber Zivi, nicht hier in Bremen, sondern im Landkreis Hildesheim. Aber ich weiß, welche wichtige Aufgabe der SFD als Ansprechpartner für Kriegsdienstverweigerer hatte, insbesondere in Zeiten, als die Anerkennung noch nicht so einfach war und man sich da erstmal mit vielen Schwierigkeiten herumschlagen musste. Der SFD ist aber nicht dabei stehen geblieben, sondern hat sich zu einem zentralen Träger der Freiwilligenarbeit hier in Bremen entwickelt. Viele, viele hundert ehrenamtlich Tätige sind in seinem Zusammenhang und in seinem Kontext tätig und leisten große und wichtige Arbeit für unser Gemeinwesen. Denn wir wissen ja alle, ehrenamtliche Arbeit ist unverzichtbar dafür, damit das, was durch staatliche und kommunale Strukturen als Rahmen vorgegeben wird, dass das durch Menschlichkeit und durch besonderes persönliches Engagement ausgefüllt wird. Eine gute Gesellschaft, eine menschliche Gesellschaft braucht die professionellen Strukturen, aber sie ist zwingend angewiesen auch auf das ehrenamtliche Engagement. Nun wissen wir alle, dass Organisationen nicht einfach so existieren. Sie werden immer von konkreten Menschen getragen. Das ist beim SFD Bremen natürlich nicht anders. Die vielen ehrenamtlichen und auch die hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen sind entscheidend dafür, dass die Arbeit erledigt werden kann. Und einen Namen möchte ich heute Abend besonders hervorheben. Lieber Andreas Rheinländer, 20 Jahre lang warst du Geschäftsführer des SFD und hast die Aufgaben ganz maßgeblich mit erledigt und vorangetrieben. Du hast wichtige Projekte organisiert, du hast Leitlinie gegeben für die Verbandsarbeit, ganz wichtig, insbesondere auch die Umstellung der Arbeit nach Wegfall der allgemeinen Wehrpflicht. Dafür möchte ich dir auch im Namen des gesamten Senats ganz, ganz herzlich danken für die geleistete Arbeit. Das war ganz großartig und du hast dir jetzt natürlich den Ruhestand redlich verdient. Ich bin sicher, du wirst ihn nicht dazu nutzen, um nur auf dem Sofa zu sitzen, sondern hast schon viele, viele Projekte. So ist das ja immer bei Menschen, die Aktivitäten gewohnt sind. Trotzdem gibt es jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit und die Möglichkeit, seine eigenen Interessen zu verfolgen. In diesem Sinne wünsche ich alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich wünsche natürlich auch dem SFD weiterhin gute Arbeit und bedanke mich für die bisher geleisteten Tätigkeiten für Bremen in neuer oder in ergänzter Besetzung jetzt. Zu Lena Blum kommt jetzt Nadine Portillo in der Geschäftsführung hinzu. Ich bin mir ganz sicher, dass die Zusammenarbeit auch weiterhin ganz hervorragend sein wird und freue mich darauf und möchte zum Schluss noch mal insbesondere den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank sagen. Ich freue mich, dass es so viele jugendliche Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die tätig sind. Das zeigt, der SFD hat eine gute Zukunft. Das ist nicht nur gut für ihn, sondern das ist gut für Bremen insgesamt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, euer Andreas Bovenschulte.